Ich habe meinen Kaffee. Beruhigt bin ich noch? Nach all den Jahren, Freunde. Horrorspiele. Hand of Blood. Eine lange Historie. Jahrzehnte. Eine Ära. Und nun ist Outlast 2 draußen. Ich kack mir so richtig hart in diesen Spielen ein. Ich werde das jetzt nicht durchspielen können und das zusammenschneiden in 15-Minuten-Part. Ich will aber auch nicht mehrere Parts auf meinem Video, auf meinem Kanal haben. So ein cooles Outlast 2 Video geben. Das heißt, ich zock das jetzt. Und irgendwann, wenn ich sage, alles klar, schön, dann war's das halt. Ja, wenn ich einen geeigneten Schluss finde. Wer Outlast 1 und 1 Erweiterung, also Outlast und Outlast Whistleblower, nicht kennt, ich habe die Playlist mal verlinkt, wo ich es Let's Played habe. Wie geht's rein? Schwere Gewalt, ja? Bei Whistleblower habe ich fast einen Penis verloren. Also nicht ich, aber er. Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Ja, Kraftausdrücke gibt's auch so immer. Scheiße, Mann. Okay. Lynn Langermann? Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Ach geil, man geht zu zweit jetzt durch die Scheiße? Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Yes, Blake. Are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No, I mean... Langweilig. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! What the fuck? Sorry about that. Left panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Ist die besoffen? Okay. Oh, ich kann zoomen. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. Wird ein gutes Video, Lynn. Ja, Lynn. Gut so, Schatz. Ja. Ich hab dich drauf. Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh! Ich hab dich lieb, ja. Wir haben den Motor verloren! Kann ja mal passieren, Alter! Outlast! Ah, da sind wir wieder. Nee, jetzt geht die Scheiße los, ey. Bonjour! Je m'appelle... Ja, haha. Junge, ich bin von der alten Schule. Sowas juckt mich gar nicht mehr, versteht ihr? Je m'appelle Maximilian. Qu'est-ce que c'est? La pomme est rouge, monsieur. Monsieur, je m'appelle Maximilian. Oui, je suis allemand. Très bien. Allez le bleu. À droite et à la gauche. Ah, ein Chor. Die Kinder des Monsieur Mathieu. Na 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 na. De la nuit. So, wo ist meine Alte? Fuck! Fuck! Lynn! Lynn! Aufnahmen ansehen. E. Q. Okay. We're good. Ja, das war ich. Aber gefallen hat mir auch, der. Ja, so können wir das ausstrahlen. Drücke Tab, um dein Ziel anzusehen. Hä? Ach so. Verband. Oh, lol, ich habe die Sachen an mir.
Es gibt gar kein Menü mehr. Das ist geil. Wichtige Ereignisse werden automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Wenn das Rex-Symbol blinkt, heißt das, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ergebnis zielen und, damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Den roten Kreis? Ja, dann filme ich mal den Moment, ja, für unsere Enkelkinder. Das wird auf jeden Fall abgeheftet. Schau dir das aufgenommene Video an, um mehr über das Ereignis und Ziel zu erfahren. Ja. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She's not in here. Lynn! Lynn! Ja gut, dann gehe ich hier mal weiter. Schalte bei aktiver Kamera mit F. Ah! Très bien! La Pomme Rouge! La Fromage! Oder le? Ach du dicke Nutte, ey. Oh, oh fuck me! Fuck. Oh Mann! Das hat nicht in der Crash! Mann! Fuck this! Why? Shit happens! Huh? I don't even remember his name. Ah. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Habe ich denn Batterien? Und bevor ich da... Ja, ich habe ja keine Wahl. Ah. Très bien. Très bien. Na gut, geh mal rein. Was soll denn passieren? Hallo? Je m'appelle Maximilian. Ist da wer? Ja. Ah, schön. Was? Oh ja, der Mond. Eine Stadt. Ach so. I thought we were miles from anything. Ich weiß nicht, ob das gut ist. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Der sagt mir zu, oh fuck. Ja. Guck mal, hier kann man doch bestimmt rein. Klopf, klopf. I'm Hallo! Lost and hurt. Bonjour! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Gut, ich gehe einfach weiter. Hallo. Is anybody there? Halten, um langsam Please. Zu öffnen. Bonjour? Oh Mann. Oh nee, du. Oh nee, du. Hallo. Ja, der oh, lebt doch nicht mehr, Junge. Oh shit, you're... Foto wurde gemacht. Drücke Tab. Meine liebe, süße... Kannst du die lesen, Alter. Ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Seine Kinder hat er geopfert, oder was? Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich. Auf ewig für diese Sünde. Kann ja passieren. Ich hoffe, dass du bis zu jedem Tag Trost in den Armen Papa Knutz... Knutz... Knest... Knest... findest. Ja. Hier hat jemand seine Kinder geopfert. Ist ja... Da dachte ich mir schon, dass wir in so einer Gegend hier sind... Mörder! Alter, die fliegen. Ouvre la porte! Ah, Jesus Christ. Huch. Was? Hello? I hear you. Don't juke me. Don't prank me. Bonjour. Ah, la cour. Oh. Kollege Schnürschuh, komm, Sie müssen doch nicht. Oh Mann, nee. Ja, das wird wieder lustig hier. Ich merke das doch schon. Bonjour. Warum ist denn alles dunkel? Warum? Why is there a puppet? Ich sehe halt nichts. Ist das normal? Muss das so sein? Ouvre la porte. Das war doch gerade der Typ. Bonjour. Bonjour. Oh, that's fucked up. Da ist ein Schatten. Oh nee, Junge, ey. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel ich fühlte mich angespannt. Ich fühlte mich angespannt. So, ouvre la porte. Ich hab die Schnauze voll hier. Ach, um Fenster zu öffnen? Ah. Der Wind, Leute. Das himmlische Kind. Warte, ich mache. Jetzt habe ich gesabbert vor Schreck. Das ist ja widerlich. Ey. Freude kommt auf, Mensch. Erinnerung. Freude, rein. Bonjour. Ah. Jo, Willi. Willi. Alter, was hat der denn in der Hand? Das macht... Ich fühlte mich angespannt. Ist er... Hallo. Und jetzt.
Ja, jetzt steht er hinter mir. Buh! Nee. Jetzt steht er vor mir. Buh! 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 Hinter mir packt er mich. Jetzt packt er mich. Buh! 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 Friedhof. Nice, nice. Friedhof. Und rein, einfach weiter, nicht nachdenken. Schön, oh lecker. Oh, wieder ein Gedicht, ihr scheiß Psychopathen. Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt, bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt, die Bamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Jetzt kommt der Refrain. Ah, ich muss singen. Halleluja, halt die Flut. Das Warten hat sich endlich gelohnt. Des Morgens wird es feines Blut. Begossen hier, wir seien verschont. Das Kind wächst. Leib schwillt an, das Kind wächst, der Höhlgesang. Ezekiet? Ezekiet rüft, an diesem Blutspritzer ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge. Ist jetzt Ezekiet der Willi, ja? Und dann wieder der Refrain. Ja, dass wir so ein Psycho anstellen mit diesen abgefickten Motherfuckern, die irgendwelche Kinder jetzt machen und dann irgendwie essen wahrscheinlich. Und ja, wir müssen Kinder machen, essen und mal ein Gedicht darüber oder ein Lied, Alter. Weil es reicht ja nicht, wenn wir hier einfach nur durchgehend Nacht haben und überall Blut liegt. Nein, wir müssen noch irgendwelche psychedelischen Puppen an die Wand hängen, Lieder machen. Ja, ach komm, leck mir doch die Rosette, ich habe jetzt schon... Oh! 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 Ich werde heute Nacht gut schlafen! Ja, oh, ich habe einen Schuss gehört. Jetzt habe ich aber Angst. Buh. Oh nee, Alter. Nee, du. Muss ich... Das soll ich jetzt nicht filmen, oder was? Ich komme wieder hoch, Willi. Bist du da? Oh, haha, das ist ja... Es wippt im Wind. Oh, ein Kinderstuhl. Oh, von Zauberhand. Buh! Bonjour, je m'appelle Maximilian. Ja, jetzt packt mich wer am Fuß. D'accord. La Hausse Ebruch. Ja. Willi, wir können über alles reden. Keine Messer. Monsieur? Monsieur Willi? Non, non, non. Je suis Maximi... Allemand? Was hat er denn? Ist er sauer? Wo ist er denn? Was? Release the Kraken? Ist er sauer, ja? Ja, die Kinder waren aber auch nicht nett zu ihm. Ich muss mich vorbeischleichen, wa? Komm, wir gehen links rum, Leute. Willi, du bist sauer. I know. Die Kamera. Das Lamm getötet, Fundament der Wölfe, ja. Bonjour. Je m'appelle Maximilian. Krasse Mucke, Alter. Wer ist das? Das war nicht Willi. Excusez-moi. Je veux gehen durch hier. Ist sie weg? So, anscheinend ist sie weggecheckt und ich hab's verpasst. Was? Also irgendwas habe ich, glaube ich, gerade verpasst. Ist doch nicht schlimm. Die Leiter ist kaputt. Die ist Bruch. Ach, vielleicht kann ich das Ding... Hast du ihn, Herr? Was? Ich bin nicht Herr. Je m'appelle Maximilian. Gleich falle ich durch. Gleich breche ich durch. Und da unten ist dann diese Ische. Ja! Oh! Sowas Dummes, aber auch, Mensch! Ah, meine Kamera ist auch noch. Oh, meine Brille. Natürlich, ich habe eine Brille und jetzt sehe ich nichts mehr. Noch weniger. Oh, Jesus! Gott will mich tot. Ja. Ciao! Luise, Mensch! Schön, dass du wieder... wo ist meine Kamera? Ja, ist doof gelaufen. Leider ist die... Luisa hat meine Kamera geklaut. Jetzt muss... Ach komm, fickt euch, ey. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich hasse euch. Komm jetzt. Hier. Lass mich durch. Ich sehe nichts. Ihr Arschlöcher. Wo ist meine Kamera?
Hallo! Mit einem Mikrofon kannst du durch Wände hören und Geräusche verfolgen. Ich hab die Kamera. Drücke V, um Wände zu hören und Geräusche zu verfolgen. Das heißt, der singt schön. Schön. Ja, der Sturm. Der bleibt da hin. Der singt da jetzt sein Liedchen. Ja, dann komme ich wieder hervor. Komm her, hier scheiß Betten brauchen wir nicht. Okay, wie soll ich denn da vorbei? What the, Der Typ, Alter. Er sitzt da mit seiner Machete und genießt das Leben. Boah, das heißt, das ist so ein Scheißdorf mit verrückten Menschen. Und man hat einfach wieder... Oh Mann, ey. Locker kommt hier Jacqueline her. Oh. Was verstecken? Ja gut. Ich hab doch V. Lol, da ist zufällig wer. Ich bin ja lucky. Lol, der sucht da im Gebüsch. Moin. That throne is from generation. Ja, ja, der Thron ist. Ja, ja. Der Thron, Alter. Erzähl mir was Neues, Foxes. Hubert. Füchse, Junge. Richtige Wichser. Alter, Fucke Diem, ey. Hier habe ich einmal 10 Tonnen Gegner. Jetzt hier ab ins Fenster und alles ist gut, Junge. Ah. Darf ich rauslugen oder sieht er mich dann? Hier jetzt weiter nach links? Alter, was geht mit ihm? Jo, nice. Raus. Ah, der geht hier rum um den Kasten. Okay, Sector clear, affirmative. Wow! Yo, Atomexplosion, Junge! Entschuldigt, Jungs, ich muss mal weiter. Jo. Ja, mach mal, Mann, ruhigen, ey, Junge. Alter, ich will es jetzt nicht lesen. Ich, bin ich safe? Alter, das war richtig der Nordkorea-Effekt, ey. Okay, dann gucke ich mir das halt jetzt an. Ruhe dein, ich will lesen. Meine Liebe, bitte versuch stark zu sein. Papa sagt uns in jedem... Halt die Fresse! Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesem stellen. Sollten wir Gott gerecht werden wollen. Aha. Wenn die Visionen schlimmer werden und ihre Träume... Halt dein Maul, jetzt labert er auch! Nee, wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen. Harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig, dein Philipp. Alles klar, dann gehe ich mal weiter. Das ist eine krasse Kirche. Was war denn das gerade, Alter? What is happening? It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Wrong turn, Alter. Richtig wrong turn style hier. Dann muss ich wohl meine Frau suchen, ne? Sowas Unglückliches aber auch. So, sieht ja... Sieht einladend aus, oder? Ne, da kann ich gar nicht lang, sehe ich. Ja. Na dann. Volle, wie sagt man so schön bei uns? Rein! Das hat ja gut geklappt. Ah. Ach, da drin ist gerade irgendeine Versammlung, wa? Oh. Da ist gerade echt Gottesdienst oder so. Das ist eine Tagung von den Hinterwäldlern. Ich glaube, ich bin in Köln oder so. Evangelium, ja, Knotz. Ah, das ist dieser Priester hier, kann das sein? Kapitel 11, 7. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Macht sinkt mit den... Alter, das kann doch kein Schwanz lesen. Alter, ich muss mir dringend die Hände waschen, ey. Holy shit, ey. Stell dir vor, ich müsste jetzt essen. 10.000 Infektionen in meinen Arsch, Alter. So, weiter geht's.
Bonjour? Ich liebe ja so eine Gänge, ne? Das ist wirklich, das ist einfach nur schön. Ich habe keine Kinder. Junge, Alter. Finger weg von harten Drogen, ey. Und hier schon wieder Jesus, Alter. Jesus, you're the center of my joy. You're the heart of my contentment. Hope of all I do. Jesus. Nachladen. You're the center of my joy. Ach du Dicke. Ach. Ey, Rudi, was geht? Lang nicht gesehen, Alter. Ach, hier muss ich jetzt durchkrabbeln. Der Typ ist dann. Alter, ist das hier die... Alter, Jungs und Mädels. Moin. Ah, ja, ja, ja. Oh, lecker. Oh, da liegt irgendwas. Paul. Da du Papa Knots Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir, mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knot, ich nenne jetzt einfach mal Knot, nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Val, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knot Männer starken Willen schicken könnte, die heimlich mit anhören, was ich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. What is happening, Alter? Also Knot ist irgendwie der Oberfucker? Ah, dann gibt es irgendwie Wahl. Was denn? Ich habe keine Ahnung, Mann. Na gut, dann durch die Käfige fertig los. Moin. Ja, lass dich nicht, ne? Ich bin nur auf der Durchreise. Diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. So, wer hat den Schlüssel, Jungs? Einer von euch. Macht keinen Scheiß, Rudi. Ich höre die ganze Zeit Leute. Oh. Jetzt passiert was. Wow! Alter, Jola, ist ein dreckiges Schmodderboot von mir, Alter! Ihr redet alle durcheinander, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt. So. Kann es sein, dass das Knot ist? Papa Knot, der hängt hier überall rum. Antichrist, der Feind wartet in ihn. Also irgendwas haben die mit Kindern und Fötussen und... Was? Mutter der Huren und Schrecken auf Erden, jo. Der ist sauer. Ey, wie gerne ich Dachluken hab. Bonjour? Oh nee, du Alter, hier essen gleich welche. Ich geh mal hoch. Bonjour? Ist da oben wer? Ist das hier sein Sweet Home? Ich kann mich locker im Schrank verstecken. Die Scheide der Hölle. Ja, hier sind wir wieder. Die Scheide der Hölle öffnet sich. Blablabla, Papas herrlicher Hymne. Ja, fuck. Und die Macht singt. Fuck, und die Macht singt. Was? Gesang von Papas herrlicher Hymne. Und die. Fuck, und die Nacht singt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Hebammen haben für gewöhnlich Messer und Wetzsteine, natürlich. Klingen. Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Wals Herz. Klingen aus und. Neuntens. Und Satan, Scheitern, Baal, der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, griff in das Herz Sulifans. Treuesten Schülers, dessen Name Val war und der die Kleider der heimlich starrhälsigen und Unbeschnittenen im Herzen trug. Ja, genau. Vals Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der faulen, süßen, heißen Saat der spinnenäugigen Lammes und trank von ihm. Ihr wart, ihr labert, Alter, ihr Drogen, überall Drogen. Koks, Hasch, Speed. Bonjour. Nimm deine dreckigen Hände von mir, okay. Lynn! Da ist Lynn. Oh, lol. Huch. Lynn, Mann. Was geht alles God, aus? Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh, shit. Hey, we have to outsider. Run. Right.
Jo, wart nicht auf mich. Lass die Zeit, Mädel. Sie sind hinter uns, nicht vor. Jo, Händchen halten, Alter. Ja, genau, Alter. Haltet Händchen. No hands, Leute. Durchgespielt. Was ist denn los? Mein Bauch? Kann ich ihn dann nachladen? Wenn wir jetzt ankommen und ich kann... Und die... Wenn wir jetzt ankommen und die Kameras alle und ich kann nicht nachladen, werd ich Fuchs Teufelswildlin. Mädel, Alter. Was haben die denn gemacht hier? Ich muss nachladen. Haben die sie vergewaltigt? Please don't ask me. They're coming. Mädel, Alter. So, ich muss jetzt erstmal nachladen, bitte. Mädel. Hallo, ich kann nicht mal nach hinten gucken. Ich will nachladen. Okay, das hat so gut geschafft. Ich darf nicht Nachtsicht machen. Sie trägt ein Kind in sich. Sie trägt den Teufel und ist unter uns. Wie auch ist der Gatte, der seinen Samen in der Abstoßenden vergoss. Alle, die sind gut drauf, die Leute hier. Okay. Oh, nee, du. Alter, Joel. Mann. Immer. Stay back! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God wants the child. Alter! Leute, Mann, ruhig, ja! God wants the child. Was will no, Gott? No! You motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Was machen die denn? Lynn! Was machen die denn? Schneiden die Finger ab oder was? Warum? Was ist denn mit mir passiert? Ich hab keine Ahnung, was abgeht, Leute. Ruhig, ja, ruhig. Ich sah, wie mein Vater deinen Gott totgeflippt hat. God doesn't love you, not like I do. Junge, Alter! Oh, ja! Nee, ach komm doch, reicht jetzt! Ja, ich hab dich auch lieb, Mann, aber noch nicht hier unter den Leuten. Ah. We have mother. I think I'll see you again. Was hat denn der da für Äste im Gesicht, der eine? Ciao. Oh shit! Lynn! Oh Gott! Lynn! Nachladen. Haben die jetzt mitgenommen oder was ist? Jesus Gott! Fuck were they? Und warum haben die einen umgebracht? Zwei sind tot. They called Lynn Mother. But it's not just a cult. It's two sides. Zwei Seiten. Christians and something else. Oh lol, das ist der übelste Zwei-Fronten-Krieg. Erst kamen zwei Leute, die uns ficken wollten. Die wollten sie dann vergewaltigen. Dann kamen die anderen. Haben die beiden hier weggemacht. Da habe ich nur die Hälfte mitbekommen. Und haben die verschleppt. Aber da könnt ihr euch nicht um eure eigenen Angelegenheiten kümmern, weißt du? Ey, wir kommen hierher, wollen hier eine nette Doku drehen. Und ihr Kackwichser, die einen schwängern die Frau jetzt hier und die anderen wollen sie noch schwängern und überhaupt. Und dann, wenn sie geschwängert ist, wollt ihr die Kinder umbringen, weil ist ja, ne, böse Saat und
Alter, Leute, ey, ganz ehrlich, könnt ihr euch nicht entscheiden? Ich würde sagen, das war ein netter Abschluss. Ein nettes Reinschnuppern in Outlast 2. Ich bin angefixt. Ich finde richtig viele Sachen geil. Wie die Kamera jetzt benutzt wird, im Gegensatz zu den vorherigen Teilen, was mich richtig... Das hier catcht mich. Das hier ist einfach das Shit. Dann die Informations... Übermittlung. Früher hatte man immer nur diese Notizen und Tagebucheinträge, die man sich alle durch... Und jetzt hat man hier das sehr simpel festgehalten. Und hier sieht man auch schon, hier fehlen mir Sachen. Die habe ich verpasst wohl. Aber wie gesagt, das war jetzt das Reinschnuppern. Das wird jetzt kein volles Let's Play. Ich dachte mir, der alten Tage wegen wäre jetzt ein kleiner Zusammenschnitt mehr als angebracht, was ich in meinem Leben schon mit Outlast durchgemacht habe. Gott im Namen. Freut mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Skins.